Ach, David, ich kann das nicht mehr. Warum denn jetzt nicht? Dieser Klischeehelm mit den Hörnern, du trägst keinen Bart, du bist einfach kein Wikinger, ich fühl's überhaupt nicht. Mann, das ist jetzt echt so unfair, dass du das sagst. Mann! Also echt mal, das ist wirklich unfair. Wo doch im Kino niemand so wirklich die Geschichte ernst nimmt. Zumindest die, die die Filme machen. Egal, was ihr euch anseht. Historien-Epos, Gladiatorendrama, Wikinger, Ritter oder was auch immer sich Roland Emmerich unter der Steinzeit vorgestellt hat, man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Realität völlig anders aussah. Moment, in den Perserkriegen sind die spartanischen Krieger gar nicht halbnackt in die Schlacht gezogen? Nee, das ist leider völliger Blödsinn. Gut, nun ist 300 sicherlich ein schwieriges Beispiel. Immerhin basiert der Film auf einer Graphic Novel, die sich eher von der Realität inspirieren ließ. Break. Aber selbst Filmemacher, denen ein geradezu irrwitziger Sinn für Details nachgesagt wird, sind nicht vor Fehlern oder, sagen wir, kreativen Freiheiten gescheut. Christopher Nolans Dunkirk zum Beispiel gilt als ausgesprochen realistisch wirkendes Zeitzeugnis einer der größten Rettungsaktionen des Zweiten Weltkriegs. Tatsächlich finden sich aber auch darin zahlreiche Ungenauigkeiten, etwa während der Flugzeugkämpfe. Die sehen spektakulär aus, keine Frage. Allerdings konnten britische Spitfire-Flieger nur maximal 14 Sekunden Dauerfeuer aufrechterhalten. Danach war die Munition komplett aufgebraucht. Diese endlosen Dogfights in Filmen über den Zweiten Weltkrieg sind also leider eine Erfindung Hollywoods. Man muss aber der Fairness halber sagen, Filme sind Unterhaltungsprodukte, keine Geschichtsstunden. Und um die Zuschauer zu bespaßen, müssen die nun mal nicht akkurat sein. Oder geht vielleicht sogar beides? Zum Kinostart des Wikinger-Rachedramas The Northman möchte ich diese Woche mal genauer drauf schauen, warum in Hollywood die Geschichte oft mit Füßen getreten wird. Und ich erkläre euch, was fashionmäßig in Skandinavien wirklich angesagt war. Es ist vielleicht einer der besten Schlachtengemälde der jüngeren Filmgeschichte. William Wallace und seine tapferen schottischen Landsleute stellen sich einer riesigen Übermacht der Engländer in der Schlacht um die Brücke von Stirling. Das Ding ist nur, wo ist die besagte Brücke von Stirling hier eigentlich? Ach naja, ein kleines Detail. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nahezu alles an dieser Schlacht und darüber hinaus im gesamten Film Braveheart pure Fiktion ist. Zum Beispiel diese Form der Kriegsbemalung. Die gab es zwar wirklich, allerdings war die blaue Farbe im Gesicht zum Zeitpunkt der Handlung bereits 1000 Jahre aus der Mode. Schottenröcke wiederum kamen erst später. Und zwar auch nicht ein bisschen später, sondern gute 500 Jahre. Aber gut, mit Jahreszahlen hat es Braveheart ohnehin nicht wirklich. Direkt die erste Szene im Film behauptet nämlich das hier. Der König von Schottland war gestorben, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Und ja, der schottische König verstarb tatsächlich, allerdings volle 6 Jahre später, nämlich erst 1286. Im Grunde kann man hier aus historischer Sicht nichts ernst nehmen. William Wallace kam nicht aus einem kleinen Dorf in ärmlichen Verhältnissen, sondern er war Teil des Adels. Generell lebten die Schotten nicht in primitiven Hütten, weil sie darin schlicht und ergreifend erfroren wären. Wallaces Frau, deren Tod im Film dafür sorgt, dass er die Rebellion überhaupt erst anzettelt, die existierte gar nicht. Die Liebesbeziehung zur Prinzessin Isabella von Frankreich kann es schon deshalb nicht gegeben haben, weil Isabella zum Zeitpunkt des Todes von William Wallace gerade mal 9 Jahre alt war. Generell zieht sich durch den Film das Verständnis, die Schotten würden sich eine Freiheit erkämpfen, die sie nie hatten. Wenn wir gewinnen, dann werden wir endlich haben, was keiner von uns jemals hatte. Ein Land, das uns gehört. Was zumindest großzügig übertrieben ist, die Engländer besetzten Schottland zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht einmal volle 2 Jahre. Und dennoch kann man Braveheart angesichts solcher Momente hier ernsthaft böse sein? Ganz im Ernst, Braveheart zählt auch heute noch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Wie historisch genau die Hauptfigur dargestellt ist, war mir immer völlig egal. Mir muss dabei eben nur bewusst sein, dass ich mit dem Wissen, das ich aus Braveheart über den schottischen Unabhängigkeitskrieg gewonnen habe, vielleicht nicht unbedingt in eine Geschichtsklausur ziehen sollte. Ein paar der besten Filme aller Zeiten bedienen sich der Weltgeschichte und praktisch jeder einzelne davon verdreht die tatsächlichen Hintergründe. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Der großartige The King aus dem Jahr 2019 verkauft das hier zum Beispiel als Wahrheit. Dieses schicksalhafte Duell zwischen König Henry V. von England und dem Prinzen Frankreichs hat es nie gegeben. Auch hier erspinnt das Drehbuch eine konstruierte Konfrontation von Protagonist und Antagonist, um dem Ganzen mehr dramatische Würze zu verleihen.
The Imitation Game macht allein Alan Turing für das Entschlüsseln der Enigma-Code-Maschinen verantwortlich, obwohl daran weltweit zahlreiche Personen beteiligt waren. Aber der einsame Held, der am Ende triumphiert, ist für das unterhaltungshungrige Publikum nun mal besser gutierbar. Der Film U-571 aus dem Jahr 2000 ist die spektakuläre Geschichte des amerikanischen U-Boots S-33, das im Jahr 1942 mitten im Atlantik das deutsche U-Boot 571 entert und die erste Enigma-Code-Maschine erbeutet, mit der die Alliierten den Krieg entscheidend zu ihren Gunsten gewendet hatten. Es ist nur so, die S-33 befand sich nie im Atlantik, sondern war während des gesamten Krieges ein paar Kilometerchen entfernt im Pazifik stationiert. Aber wer kann sich schon all diese Weltmeere merken? Und davon mal abgesehen, nicht die Amerikaner erbeuteten die ersten Enigma-Maschinen, sondern die Briten. Ach, und die Nummer des U-Boots, die ist auch falsch. Die Enigma-Codes fand man auf dem U-Boot 110. U-571 wurde für diese Verdrehung von Tatsachen zu Recht stark kritisiert. Die Macher erklärten aber hinterher, dass der Film ohne die starke Amerikanisierung des Stoffes niemals grünes Licht vom Studio bekommen hätte. Ohne die historische Quatschparade hätte es diese Geschichte also vermutlich gar nicht auf die Leinwand geschafft. Solche Entscheidungen werden beim Filmemachen praktisch in einer Tour getroffen. Filmemacher müssen beständig abwägen zwischen zeitgeschichtlichen Fakten und den Regeln des Kinos. Wer in 2 bis 3 Stunden die Geschichte von Alexander dem Großen erzählen will, muss unweigerlich Kompromisse eingehen. Vor allem, wenn es Spannungsbögen, Exposition und Figurenentwicklung auch noch geben soll. Warum es sich aber lohnen kann, ein bisschen genauer auf die Details der Weltgeschichte zu achten, beweist seit ein paar Jahren dieser Mann. Das ist Robert Eggers, Regisseur von The Witch, The Lighthouse und jetzt ganz neu The Northman. Eggers hat sich mit nur 2 Filmen den Ruf erarbeitet, der Mann für die historisch akkuraten Zeitgeschichten zu sein. Für The Witch hat Eggers zum Beispiel Monate recherchiert, britische und amerikanische Historienmuseen zu Rate gezogen und sogar einen Experten für Ackerbau des 17. Jahrhunderts engagiert. Für The Lighthouse hat Eggers uralte Fotos ausgraben lassen, um den korrekten Look der damaligen Lebensumstände nachstellen zu können. Seine Darsteller mussten alte Seemannslieder lernen und eigneten sich mit Hilfe von Dialektcoaches den Sprachduktus und die Manierismen der damaligen Zeitperiode an. Das alles muss man natürlich nicht machen, denn sind wir ehrlich, diese Extrameile werden viele Kinogänger vermutlich nicht mal bemerken. Für Eggers ist ein historisch möglichst detailgetreues Set aber eines der wichtigsten Standbeine seiner Filme, auch weil sie untrennbar mit seinen Geschichten verbunden sind. The Witch erzählt nämlich nur am Rande von Hexen und okkulten Mythen. Für Eggers ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich gegen ihre Eltern auflehnt, eine Möglichkeit, zahllose Themen einzuflechten. Über eine Zeit, in der Aberglaube und religiöse Hörigkeit die Menschen dazu brachten, Frauen auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Er erzählt vom ganz alltäglichen Horror innerhalb einer Familie und davon, wie sich die Lebensumstände dieser Zeit auf die Menschen ausgewirkt haben. Und für diese Art des Erzählens ist die historische Detailverliebtheit nicht nur nice to have. Es ist zwingend notwendig. Robert Eggers taucht erst tief in die Leben seiner Figuren ab, etabliert sie in ihrer Umwelt und bricht diese dann auf. Um dieses Maß an Immersion zu erzeugen, muss man diese Umwelt also auch glaubhaft gestalten. The Witch ist deshalb nicht zwingend ein besserer Film als Braveheart. Beide Filme wollen einfach unterschiedliche Dinge erreichen. Der eine nur unterhalten, der andere eine ganz bestimmte Zeitperiode zum Leben erwecken und dadurch Stimmung erzeugen. He's here. Womit wir bei Eggers drittem Film wären, nämlich The Northman. Schon im ersten Trailer ließ sich da direkt wieder ahnen, dass Eggers seinem Trademark treu bleiben würde. Das hier wirkt roh, brutal und naturalistisch. Wikinger hat man im Kino schon zig Male gesehen, aber hiermit könnte jetzt die Vision kommen, die ich so noch nie auf der Leinwand gesehen habe. Nun muss man dazu aber auch sagen, das, was man in Sachen Wikingerkunde bisher auf der Leinwand sehen konnte, ist in Bezug auf historische Faktentreue eher so mittelakkurat bis komplett all over the place. Die allergröbsten optischen Details bekommen die meisten Filme schon hin, aber das Bild des Wikingers es wird ebenfalls fleißig verzerrt und gebogen. Im Trailer zum käsigen Abenteuerfilm Die Wikinger von 1958 mit Kurt Douglas und Tony Curtis heißt es zum Beispiel: Zum ersten Mal erleben Sie im Film die Saga von den Wikingern, die in Scharen die Welt überfluteten und ein Zeitalter in Flammen setzten, indem sie jedes Gebot des Himmels und der Erde brachen. Okay, das klingt aber doch ein bisschen krass. So waren die Wikinger also? Alle brutal und überall auf der Welt wurde gemordet und Frauen geraubt? Ich habe dazu mal jemanden befragt, der sich auskennt. Das hier ist Olf, Leiter des Wikingerdorfes Walsgard in Schleswig-Holstein und der rückt das Bild mal etwas gerade. Im Prinzip sind Wikinger ja sowieso eher als Minderheit zu sehen. Der normale Feld-, Wald- und Wiesen-Wikinger oder Germane halt dann war ganz normal Bauer oder Fischer oder Handwerker. Ist also nicht aufgebrochen, um halt irgendwelche Länder zu erkunden, zu überfallen. Hat dann auch keine Frauen geraubt. Es gab dieses Prinzip, vor allem halt, wenn sich halt dann auch Brautleute halt dann zusammentun wollten, das aber nicht durften. Dann konnte die dann geraubt werden, dann musste eine Entschädigung gezahlt werden und sowas. Das gab es auch. Dafür gab es auch Rechtstexte halt dann.
Tatsächlich ist die Erzählung der dauerplündernden Kampfmaschine aus dem hohen Norden reiner Filmmythos. Wikinger galt damals eher als eine Art Jobbeschreibung. Es gab die seefahrenden Krieger, viele Nordmänner waren aber ganz normale Bauern oder Farmer. Im Kino sind Wikinger-Geschichten aber fast ausschließlich martialischer Natur. Valhalla Rising, Pathfinder, Outlander, die Vikings-TV-Serie, fast überall wird gestochen und gesäbelt. Ganz selten durften Wikinger-Filme auch mal Komödien sein, wie in Monty Pythons Erik, der Wikinger. Björn ist krankgeschrieben. Was ist mit Björn? Halbtier, der Schwarze hat ihm gestern Nacht die Hände abgehakt. Na dann, das ist was anderes. Oft wurden die Geschichten zu großen Epen aufgeblasen. Manchmal war es hingegen einfach unsäglicher Müll, wie The Vikings Saga mit unserem Hollywood-Export Ralf Möller, in dem außer rumstehender Landschaft und zahlreicher Nackedei-Szenen nicht viel passiert. Mit Ausnahme dieses Moments, der ja wohl eindeutig als Vorlage für eine der erinnerungswürdigsten Szenen in The Northman diente. Und dann gab es da die Filme, die allein von dem Namen profitieren wollten. Im Film Königin der Wikinger fehlte ein nicht unerhebliches Detail, nämlich die Wikinger. Viking Queen, wie der Trash-Quark im Original hieß, borgte sich das Wort, weil man dadurch halbbekleidete, vollgeschminkte Mädels ins Bild stellen kann. Und das reicht offenbar, denn eigentlich geht's hier um Römer. Auffallend oft findet sich in diesem Film übrigens dieses Bild hier, wie im heillos blödsinnigen Trash-Theater Die Nordmänner. Der kampfbereite Wikinger, der mit gehörntem Helm in die Schlacht zieht. Immer wieder liest man aber auch, dass diese Form von Kopfschutz nie von Nordmännern getragen wurde. Was stimmt denn nun eigentlich? Ja, also das ist so nicht ganz richtig. Gehörnte Helme gab es zwar im Kampf nicht, das wäre völlig unpraktisch gewesen, auch gefährlich. Da hätten sich ja dann die entsprechenden Waffen drin verfangen können, du hättest dir das Genick dabei brechen können und so weiter. Aber gehörnte Helme gab es wohl trotzdem, wurden dann eher rituell verwendet. Außerdem gibt es halt eine Erzählung darüber, dass diese Helme auch für psychologische Kriegsführung verwendet wurden. Wenn ich natürlich halt dann einen Hörnerhelm trage und sowieso halt dann martialisch auftrete, kann ich damit natürlich den Leuten furchtbar viel Angst machen. Das soll auch so funktioniert haben. Apropos Hörner, von welchem Tier soll eigentlich dieses Horn hier stammen? Naja, egal. Tatsächlich tun sich beinahe alle Filme mit den optischen Eigenarten der Wikinger äußerst schwer. Denn eine Sache haben sie fast alle missverstanden. Also dieses typische Schlammleder-Dreck-Braun-Kult, der irgendwie halt um Wikinger betrieben wird. So dieses, alles ist nass, alles ist traurig, alles ist grau. Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass die sehr farbenfroh waren, dass die auch äußerst gepflegt waren. Also man hat zu den ganzen Waffen halt dann auch alle möglichen Utensilien gefunden, von Kämmen über Ohrpuller, Zahnstocher und alles mögliche. Also die waren schon relativ gepflegt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf diesen Film eingeht, der 13. Krieger, also diese Situation da, wo die halt sich gegenseitig dieses Wasserbecken rumreichen, da auch reinspucken und so weiter, das ist tatsächlich mal beschrieben worden von einem Gesandten. Trotz alledem haben die sich halt jeden Tag gewaschen. Aber die waren tatsächlich nicht immer so, wie wir das halt dann so darstellen. Ja, richtig gehört. Ausgerechnet der 13. Krieger ist einer der Wikinger-Filme, die eine ganze Reihe von Fakten richtig darstellen. Der Film aus dem Jahr 1999 ist ein herrlicher Mix aus Actionfilm und mythologischer Fantasy und damit als Historienfilm eigentlich kaum ernst zu nehmen. Aber es gibt neben der Waschszene ein paar wirklich gute Momente. Etwa die rituelle Bestattung eines Wikinger-Häuptlings, bei der seine Frau mit ihm verbrannt wird. Est antiquus modus. Sie wird ihn auf seiner Reise begleiten. So etwas werdet ihr nie wieder sehen. Es ist der alte Brauch. Zum allerersten Mal konnte man diesen Brauch zwar schon 1958 in Die Wikinger sehen, aber hier wirkte es nochmal eindringlicher. Mein Lieblingsmoment ist aber ein anderer. Der von Antonio Banderas gespielte Edelmann hat im Film immer wieder Probleme mit der Sprache der Nordmänner, weshalb er gleich mehrere Dolmetscher benötigt. Bulwei wünscht ein Lied des Ruhmes zu hören. Üblicherweise war es in Wikingerfilmen dieser Tage die Regel, dass sich die Nordmänner ohne Probleme mit fremden Kulturen verständigen. In Raubzug der Wikinger gelangt Richard Widmark als Wikinger Rolf bis nach Ägypten, wo er ellenlange Gespräche mit dem ägyptischen Scheich führt, ganz einfach ohne Sprachkurs. Warum bist du wieder zurückgekommen, Wikinger? Du hast mir gefehlt. In der 13. Krieger gibt es später dann diese Szene, in der Banderas Charakter nur durch Zuhören über Nacht die Sprache der Nordmänner lernt. Ist natürlich auch heillos übertrieben, aber ich mag die Idee sehr, denn normalerweise wird das in Filmen gar nicht erklärt. Für ein Teilstene von 12 Pferden. So komme die Beste, so komme die Beste. Kommen wir zurück zu The Northman. Ich kann euch schon mal direkt verraten, dass mit den bunten Farben wird auch dieser Film nicht in den Wikinger-Mythos injizieren. The Northman ist eine Rachegeschichte, die tief in der Mythologie der Nordmänner verankert ist. Der Fokus ist also martialisch. Robert Eggers lässt aber auch hier wieder zahlreiche Elemente der tatsächlichen Wikinger-Kultur einfließen. Ein Thema, das in vielen Wikinger-Filmen oft nur überflogen wird, ist die Spiritualität des Volkes. Götterkulte und Aberglauben hatten einen immensen Stellenwert, der im Kino aber kaum zum Tragen kommt. Eggers hat wieder
viel Zeit in die Recherche gesteckt, um auch The Northman so nah an die Wirklichkeit zu rücken wie irgend möglich. Und diese Ergebnisse sieht man auch auf der Leinwand. Der tiefe Aberglaube der Nordvölker, der für sie Mythen zur Realität werden lässt, ist daher einer der wichtigsten Motivatoren für die Charaktere im Film. Ich will an dieser Stelle offen gesagt nicht zu viel verraten. Ihr solltet euch The Northman lieber selbst im Kino ansehen. Aber zumindest eine weitere Eigenart der Wikinger sieht man bereits im Trailer. Und die habe ich so auf der großen Leinwand noch nie gesehen. Wikinger-Krieger konnten nämlich tatsächlich zu sogenannten Berserkern werden. Diese besonders brutalen Krieger zogen manchmal völlig nackt in den Kampf und mordeten angeblich wie Tiere. Einige Krieger konnten sich durch Atmung oder Drogen in diesen tranceartigen Zustand versetzen. Wie das dann aussieht und welche Dinge The Northman sonst noch über die Wikinger zu erzählen hat, das erfahrt ihr aber alles ab dem 21. April im Kino. Bei all den Details kann ich aber jetzt schon sagen, ganz ohne historische Freiheiten kommt auch The Northman nicht aus. Aber selbst wenn das so ist, kann es historisch korrekte Filme überhaupt geben? Denn wenn alles korrekt wäre, dann wären Flugzeugschlachten nach 14 Sekunden zu Ende. Dann würden Maschinengewehre am Strand der Normandie bei derartigem Dauerfeuer nach wenigen Sekunden überhitzen. Und Filme über Alexander den Großen wären vermutlich 30 Jahre lang. Kino ist aber in erster Linie Unterhaltung. Und die liefern diese Filme. Ob nun mit Schottenröcken, spartanischen Muskelbergen oder Wikingerhelmen. Hauptsache ist, dass es Freude macht. I wanna kill you, feel it.